Never gonna give you up. Never gonna let you down. Ihr seid gerickrollt worden. Yeah. Ja, und Mario danzt dazu voll ab. Ja. Ich komme an diesen Dingern echt nicht vorbei. So, und um diese Episode schön einzuleiten, mache ich jetzt, wie ich versprochen hatte, fange ich an, aus einem Telefonbuch vorzulesen. Steve, sag mir einen Buchstaben zwischen A und Z. Y. Okay, Y. Jetzt gucken wir mal, wer unter Y wohnt, während du weiterspielst. Oh yeah. Kleinen Moment, bitte. So, wer wohnt denn unter Y? Oh, das ist aber schlecht. Im Frankfurter Raum wohnen nur 3 Leute unter Y. Oh. Da haben wir... Ach nein, das ist ja das Branchenverzeichnis. Ich denke schon, warum wohnen da so wenig Leute und warum steht da Index drüber? So, dann wollen wir doch mal gucken. Alles nur Insider hier, ne? Insider-Leute. Moment. Ja, jetzt bin ich wieder bei Z. Das ist ja doof. Da wohnen so wenig Leute. Ich überspringe die Seite die ganze Zeit. So. Dann wollen wir mal gucken. Unter Y wird einmal angeboten Yoga. Und zwar Yoga, Massage, Ernährung, Tanz, Bewegung. Einmal anrufen, Mobiltelefonnummer 0172 2727. Ja, ich zensiere die letzten raus. Schade, ich dachte, ich soll das machen wieder. Nein, nein. Dann haben wir einmal. Wen haben wir denn noch unter Y? Hier. Why Simplify Special in der Bergerstraße 35. 069 494943. Und die letzten 2 Ziffern lasse ich mal weg. Und dann haben wir noch ein Yoga-Center im Westend, Arndtstraße 29. Okay, die dürft ihr jetzt anrufen, 069 94084046, und dann sagt ihr schönen Gruß vom Steffen. Ja. So, soll ich nochmal aus dem Telefonbuch vorlesen? Ich kann das ja so toll, ne? Ja, dann nimm S für Speicherpunkt und Steffen. Oder für meinen Real-Life-Namen, ne? Ja, genau. Ja! Oder für Super Mario! Ein sehr schöner Name! Thank you so much for playing my game! Please come back later when Princess has finally back to the cake! But the cake was always a lie! Woohoo! Und nur so als Frage beantworten, ich bin jetzt nur zurückgegangen zum Heilen, also, ja. Heilen! Heilen! Im Blütenfeld ist es ja so super sinnvoll, man kann sich nirgendwo heilen. Wieso? Ja, da ist nichts zum Heilen. Nein, wir sind nicht bei Final Fantasy, das war falsch. So, dann sind wir hier bei S. Wen haben wir denn alles hier so bei S? Ach, S ist doch ein berühmter Buchstabe. Komm, da müssen 300 Leute sein. Ja, ja, ich bin aber gerade bei den ganzen Service-Sachen wie Schlossereien und Software. Ich will jetzt die Leute haben. Such mal unter Duschen. Sprachunterricht, warte. Sprachunterricht ist gut. So, Familie Siesheim. 069 928 81910. Einmal anrufen bitte und schönen Gruß von Steffen. Dann haben wir Familie Schmidt und auch Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft. Oh, jetzt hohe Tiere hier. 069 951 401. Jetzt fallen weg. Und dann ruft ihr an Brigitta Schulz in der Fritzlarer Straße 12. 069 707 2850. So, viel Spaß beim Telefonieren. Prank Calls, das war's erstmal. Heute wünscht Ihnen Ihre gelbe Seiten von Frankfurt und Offenbach am Main. Aus dem Jahr 2009? Was? What the fuck? Okay. Kann sein, dass einige Nummern nicht mehr aktuell sind. Oh mein Gott, sonst meine schöne Musik. Ja! La 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 la. Hat's dir vorgespielt? Das geht doch los! Jetzt machen wir einen Chor zusammen. La 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 la. Jetzt pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Und jetzt singen wir's im Kanton. Fang an. Im Kanton? Was ist ja, Kanton? Das heißt, ich fange versetzt an zu dir. Fang ja, an. Ganz super. Siehst du, irgendwann lässt sich hier orientieren. Nein, nein, das lag eben daran, weil ich voll in die Biene reingerast bin. Careful there, Snake. This one is called a bee. Huh. What damage can I take for it? Oh, was könnte wohl eine Biene sein? Daddy, was ist dieses glitschiges, klebriges Ding? Ich habe meine Stimmbänder eben geölt. 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 Willkommen
in meinem Kuddel. Ja, 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 ich bin Madame Bedusa. So, okay. Ja. Joho, Ladies and Gentlemen. Nein, falsch. Wir fangen mit einer anderen Begrüßung an. Greetings, Dudes and Dudettes. So, schmeiß den Cooper rein! So, jetzt habe ich es richtig gemacht. Ah, hey, ich frag den mal da unten, ob der an irgendwelchen Zuckungen leidet, weil man konnte ja überhaupt nicht gescheit lesen, was der gesagt hat. Das war alles so wellig. Ein Brunnen. Ein Brunnen. Ah nein, das ist ja der Vorgänger. Die Melodie. Du weißt ja schon, dass Paper Mario 1 früher Mario RPG 2 werden sollte. In der Entwicklungsphase RPG 2 gehört hatte, geheißen hat, oder? Ja. Arbeitstitel von Paper Mario 1, Super Mario RPG 2. Super Mario RPG 2. Und nochmal zu deiner Frage, wann ich Paper Mario spielen will. Damit lasse ich mir Zeit, weil vor allen Dingen ich mache die komplette Reihenfolge durch. Also kommen von mir vorher Super Mario RPG. It is the only game for me. When I play the game. Jetzt überlege ich gerade, wo ich hin muss. Ach, warte mal. Azurbeere. Ja, was Fresse. Azurbeere, da. Azurbeere. Fuck, da war doch noch ein Typ, der Azurbeere haben wollte. Ach nein, Moment, falsches Spiel. Hast du gehört, was ich eben gesagt habe? Nee, das wurde übertönt. Wiederhole es nochmal für dich und deine Zuschauer. Danke. Ich sagte nicht Azurbeere, Azurorden. Ach nee, falsches Spiel. Aha, Azurorden. Dass du über sowas redest, ich hätte das nie aus deinem Mund erwartet. Ich gehe dran, Futz. Ey, ich hab's nicht mehr auf meinem Kanal stehen, dass ich sowas nicht mehr empfehlen werde, deswegen. Es besteht immer noch. Oh mein Gott, da ist ein spezielles Suseldusel. Wenn man das besiegt, ist das richtig cool. Duseldusel. Ey, was bist du so ein blöd Dusel, ey? Ich hau dich so auseinander, ne? Hoffentlich schläft es ein. Neulich kommt da so eine Dusel, ne? Er meinte, ich hätte voll abgeschmackt. Das schießt, das lass ich nicht mehr machen. Ey, da habe ich den Klempner genommen, habe ich seine Holzhammer rausgepackt und habe ich erstmal oben drauf geploppt. Nein! Oh, that was not effective. Ja, das stimmt leider. Tam, tam, tadam, tam, tam. Warum habe ich die ganze Zeit mit der Mario Galaxy Melodie? Bahn! Was? Das Ding hat Verteidigung? Scheiße! Es benutzt Konter. Wow, das war sehr effektiv. Genau. Who's that? Steve Relius, Mann. Super Name. Genau, I choose you, Steve! Nein, I choose you, Steffen! Ey, sollte ich wirklich irgendwann mal ein Pokémon erpinnen, nenne ich eins Steffen Relius. Nicht Steve Relius, sondern Steffen Relius. Ich bin ja nicht so für Spitznamen in Pokémon-Spielen, war ich noch nie. Pokémon-Spielen. Pokémon! Gotta catch them all! Gotta catch them all, yay! Ich muss sagen, die Reihe war noch gut, als es nur in Anführungszeichen 241 Viecher gab. Danach wurde es zu übersichtlich. Ja. Ja. Und auch wenn man die jetzigen Spiele anguckt, die sehen nur noch scheiße aus, die Viecher. Ja. 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 Ich habe erst auf HPK von ihm in Pokémon LP gesehen, aber da habe ich gebraucht, um das komplett nachzugucken, weil der hatte ja nach 3 Tagen schon 70 Parts davon oben. Der Typ mit seiner Penis-Internetleitung. Ja. Und war durch, er war durch, er war nach 3 Tagen durch. Dann hat er 2 Tage später Dead Space angefangen und, beziehungsweise dann hat er nach Pokémon Dead Space 2 angefangen und war 2 Tage danach auch durch. Naja, wenn man YouTube-Partner ist und davon leben kann. Tja. So, und so langsam decken wir hier alle Rätsel auf, es wird gar nicht mehr so Spaß, das denn. Es greift an. Bitte tag me. Also, Kapitel 6, Mario ist ein Hippie, Kapitel 7, Mario fährt nach Wacken. Ja. Nur noch einmal duschen, dann ist Wacken. Ich habe jetzt keinen Bock, die mehr zu scannen, echt. Kein Bock zu scannen, den habe ich mit dem Hammer kaputt. Bist du diesen Viechern nicht schon mal begegnet? Nee, das ist eine andere Art, die ist schon stärker. Also, dann habe ich das verwechselt. Ja. Ja. Man muss sie außerdem nicht immer scannen. Dann kannst du auch durchrushen und alle plätten. Ja, wenn man cool ist, dann macht man das nicht, ne? Ja, wenn man so eine kühle Sau ist. Ich glaube, Sugar Conroy hat es auch nicht mehr gemacht. Ich habe
Das ist schon ewig her, dass ich dieses LP geschaut habe. Und deswegen habe ich ja so Erinnerungslücken. Und deswegen bist du so glücklich, bei mir dazu gucken zu dürfen, nicht wahr? Ja! I'm so happy! Yoshi, so happy! Und Teleport, Mario! Hey, jetzt haben wir das auch nochmal in deine LP gebracht. Ey, das ist Electrical Beast, aka the Joel with another place. Du hast es vernichtet. And welcome to Let's Play. Now you're 64. Just as you saw yesterday, more you will find be going to Bowser's evil test. Just 10 years ago, when Mario was a baby. Stephen, die Eule. Ah, hier geht's weiter, okay. Oh my god. What? Can you believe it? Can you feel it? Can you feel it? No. Okay. So. Wollte ich auch nochmal beigetragen haben. Also ich würde jetzt mal gerne hier einen Weg aus diesem Labyrinth finden. This is the map. Where do you wish to go now, Steve? Ey, da muss ich aber daran denken, hier, wie war das bei dem Super Mario RPG Lied? Super Mario RPG, and then when I play the game, I got lost in the face, then I fall out, I suck in Genius Maze, gell? Ne? Sozusagen, ne? Eine Maze, aber nicht von Genio. Es sieht irgendwie immer so zwischenzeitlich, wenn die beiden auftauchen, aus, als ob der Koopa da am Abspasteln ist oder sowas. Der Koopa hüpft immer, wenn ich hüpfe. Ich weiß nicht, warum ja, er das weiß, tut. Ich weiß. Das ist voll der Stalk. Das ist voll so eine Penisvieh, ey. Also auch bei Super Paper Mario, ne, wenn du dieses Item hast, wo du die ganzen Mini-Marios hast, die dann auch immer mithüpfen, wenn du hüpfst. Mm. Ja, da war ich schon, keine Sorge. Ja, da war ich schon, keine Sorge. Nee. Nee. Ich bin ja so cool, ich nehme alles vorweg auf. Ja, ich nehme auch oftmals auf Vorrat auf. Ja, siehst du, du bist auch cool. Ja. Oh, jetzt leise sein, königliche Musik im Hintergrund, wir müssen erhaben reden. Oh, hallo, wie heißet er? Möge er sprechen, damit wir wissen, was er von uns wollen. So in etwa, gell? Er heißen Fuzzi McKnollnase. Rose die Rose. Rose die Rose. Rose die Rose. Roses die Moses die Rose. Oh, jetzt krieg ich einen Schluck auf, super. Oh, was gibt sie mir nur? Oh, sie gibt mir einen Stein. Sie gibt mir einen Stein, bin ich überglücklich. Ein Stein muss Eistee trinken. Was? Ja. Jetzt habe ich. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen. Jetzt hast du Gregi und Internet, ne? Und Luigi. Was muss ich machen? Moment mal kurz, ich gehe jetzt auch mal während deines LPs auf K. Das machen Leute bei mir auch. Ach, keine Sorge. Kann ich mal wenigstens reden, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Scheiße, ich hätte lesen sollen, was sie gesagt hat. Na. Ach, da das gerade zugute kommt. Ich stopp mal und gucke, was ich geschrieben, gelesen habe oder was da gelesen wurde. War egal. Bis gleich. So, wie ich so, Leute, weiter. Schön unterbrochen. Applaus aus. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Ich hoffe es. Und ich hoffe, ich gehe gerade richtig. Hat nur vorher noch sein. Oh, ich sollte vielleicht mal Skype-Avatar-Dings, Gesicht, Kopf oder wie das immer das heißt, mal wieder Vollbild stellen, damit ich was sehen kann von dem Spiel, weil es war so klein, es war so winzig. Das gut, ist so Steve hat. Steve hat mit klein und winzig sowieso den ganzen Tag zu kämpfen, ne? Na, kleiner Scherz am Rande. Ich wollte nur sagen, Steve hatte vorher seinen 10 Kilometer langen Spielberater ausgeklappt. Ja. Pippa Mario! Hier sind wir nämlich noch gar nicht lang gegangen. Eingebunden, Steve, eingebunden in Krokodilsleder! Scheiße, ist doch doof, ne? Oh Gott, ey. So. Was für eine Tragödie! Warum muss dies ausgerechnet mir passieren? Nicht der See Roselilli. Und, ja.
Ich würde mehr vom Text lesen, wenn diese PowerPoint-Präsentation auch auf die nächste Folie springen würde. Ach, keine Sorge, ich könnte das machen. Ich warte, ich lese dir vor. Ohne ihn wird dieser Ort nur noch ein vertrockneter Tümpel sein. Und auch ich werde verdorben. Nein, 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 guck mal, das ist doch ein Vibe. Du musst eine hohe Stimme finden. Auch ich werde verdorben, wenn ich nicht Wasser dahin treiben kann. Okay, ich versuche es, aber es ist eine fette Frau, also muss man sie etwas tiefer machen. Also so, auf mein eigenes Gewicht wird mich erdrücken, ich arme Lilly. Oh nein, gib nicht auf, Lilly. Jetzt kommst du noch hin zu Mario und dann noch so ein Sister-Exzitat. Willst du einen Kuss? Oh, jetzt musst du vorlesen. Punkt, 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 Punkt. Ey, wer alle diese Punkte innerhalb dieser Bruchteil einer Millisekunde zählen konnte, der kriegt einen Keks. Yay. Yay. Yo, was geht doch nicht? Yay. Sag es. Tu es. Tu das. Sag es. Ah, der Wasserstein ist nämlich das, was diese Rosi, glaube ich, hat. Ich soll euch etwas von Steves Skype-Avatar sagen. Ja, holy shit. This is awesome. Ich kann ihn auch gerne ändern. Nein, jetzt wird erstmal LP. Gut, jetzt habe ich den entscheidenden Hinweis. Die Frau hat mir jetzt nämlich gesagt, sie will den Wasserstein zurückhaben. Jetzt gehe ich wieder zu dieser komischen alten Rose. Und jetzt wird die nämlich was anderes, glaube ich, diesmal sagen. Statt nur, ich kann nicht aufhören, ihn anzustarren. So, das wollte ich auch nochmal beigetragen haben. Halt, da war noch, geh nochmal zurück. War da nicht noch dieser eine Secret-Block? Das war nicht hier, den habe ich schon gefunden, keine Sorge. Offscreen habe ich das gemacht. Da war Sternwind drin, haha. Du Schwein! Oh, da ist wieder diese goldene Suseldusel, aber ich habe sowieso keine Chance. Du Schwein! Ach ja, und man hat es nicht vielleicht gemerkt, aber ich habe mich offscreen wieder aufgepowert, also vom Leben her. Wie er cheatet, das gibt's überhaupt nicht. Steve, das nächste Mal spielst du bitte ohne Action-Replay-Codes. Ja, Action-Replay für ein N64. Ja, das war noch Zeiten, als das noch kam. Heutzutage die ganzen Kinder sind immer so, ey, wenn ich das mit dem Dolphin-Emulator probiere, dann kann ich das ja auch schnell so einstellen, nicht wahr? Das waren noch Zeiten, wo es überraschend war, wenn man 99 Meisterbälle hatte. Der war gut, der war gut. Und jetzt bin ich aus dem Konzept gebracht. Ah, nee, doch nicht. Du hast das Sonderbonbon vergessen. Hey, mein Buddy Inkognito wäre stolz auf dich, ja? Schönen Gruß von der Zinnoberrotinsel. Ich weiß noch, wie das Ding heißt. Die heißt nur Zinnoberinsel, oder? Nee, ich meine Zinnoberrot, oder? Oder heißt jetzt nur Zinnober? Ach, du weißt aber, was ich meinte. Ja, ja, natürlich. Ist ja höchst interessant, mein Leber. Meine Leber oder mein Lieber? Keine Ahnung. Ist aber so, das ist dir überlassen. Warum ist diese Bombe rosa? Zu viel Milch getrunken. Ja, genau. Naja, ich sag's mal so, der Bombe war schon immer warm, ne? So wie auch in einem gewissen anderen LP, ne? Oh, jetzt hör ich aber auf, es geht schon wieder los. Ich sag in jedem Video, jetzt hör ich aber auf und trolle trotzdem weiter. Ja, ja. So. Das Video ist sowieso fast zu Ende. So ist der Gen Kirby 89. So ist die Show. Ich werde jetzt mit dieser Tasse Milch bis zum Mond gehen. Ja. Okay. Excuse me! Ja, das war hier mit dem Secret Block. Hier oben ist so ein Secret Block. Oh mein Gott! It's so cold! This is so embarrassing! Ach, jetzt kommt übrigens die Katze mit den Lakitos. Ah. Okay. Muss ich gerade an diesen einen Gag aus Family Guy denken, so. Peter so, ich habe auch eine Wolkenversicherung. Und dann die Leute, wofür brauchen wir den? Leute, man weiß nie. Guck dir die Wolken an, die sehen so trügerig aus. Ja, und dann die eine Wolke zur anderen. Hey Jeff, morgen greifen wir an. Morgen lassen wir es regnen. Ja, ja. Hey, du nimmst mich nicht für voll. Ey, was da steht. Schnaufula kriegt uns an den Wolken. Hey Steve, darf ich dir was sagen? Ja. Bei 4 Millionen Menschen in Deutschland könnten weder richtig lesen noch schreien. Schalt dich nicht ab! Warum habe ich jetzt hier einen Werbeprospekt von Weight Watchers drin? Ach, auf der Rückseite steht Eigentum Steve Rallius, okay. Oh, der Kampf hat begonnen. Ach egal, machen wir es uns einfach. Fight!
finish him. Very big. Fatality. Scheiße, mir fällt gerade auf, wir haben gar keine Zeit. Ach, egal, wir machen den Kampf noch, das ist geil. So, ich habe jetzt eine Mathearbeit von mir aus der 8. Klasse gefunden. Cool. Die trage ich dann in der nächsten Episode vor. Oh, wie war denn Mathe für dich? Mathe war schrecklich. Auf der Arbeit habe ich eine 4 gehabt. Oh. Ein Punkt! Hey. Ja, und da ist mein. Hier ist mein Deutschtest und der hat eine 2 plus. Aha. Okay, aber wir müssen jetzt erstmal mit deinen Lobigungen in deinen Arbeiten aufhören. Die können wir im nächsten Part weitermachen. Jawohl. Also, bis dahin. See you later! Ja, tschüss, Leute.